Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein Doppelgehege bzw. zwei Gehege. Einmal das Präriehundes und das des Binturongs, extra für Thomas. Ich könnte ein bisschen weinen. Ich habe aus Versehen sämtliche letztmalige Videodateien gelöscht. Das heißt, zum Binturong fehlt mir ein Teil und meine begonnene Afrika-Savanne ist leider gar nicht dabei. Ich habe jetzt geguckt, weil mein Rechner das immer auch nochmal eine Kopie erstellt in die Tiefen aller Dateien. Es ist nicht auffindbar. Ich habe es eigentlich vom 5.9. glaube ich nichts gelöscht und trotzdem entweder hat er es nicht aufgezeichnet oder ja. Ist jetzt wie es ist. Wie gesagt, ich könnte weinen, weil das waren schon relativ große Dateien, aufwendig und jetzt ist alles im Eimer. Gut. Ich arbeite beim Psychiater, ist kein Problem, ich kann mich in Behandlung begeben. Was ich machen werde auf jeden Fall, ist einfach alternativ einen kleinen Rundgang. Einmal durch das Haus und durch den Beginn der Afrika-Savanne. So dass ihr zumindest mal einen ersten Eindruck habt, wie es aussieht. Ja, wie gesagt, es tut mir unglaublich leid und mich ärgert es auch ungemein. Aber was nicht ist, kann man jetzt nicht ändern. Da das Präriehundegehege relativ klein ist und auch die Datei bzw. ja, die Datei klein war, die Aufzeichnung relativ kurz, habe ich beschlossen, es einfach zusammenzufassen. Wie gesagt, beim Binturong fehlt mir ein Großteil der Videodatei und es fängt einfach mittendrin an. Also nicht wundern, wenn da gleich ein riesiger Cut kommt. Ja. Hier baue ich wieder meine obligatorische Glasbarriere und fasse die mit den Europa-Metallstangen ein. Der Präriehund bekommt auch einen kleinen Außenbereich. Auch wieder aus Glas, wie die anderen Außenbereiche rund um das Haus auch. Ich hatte ja auch schon im letzten Video erwähnt, dass ich versucht hatte, dem Binturong ein Gehege zu bauen und dass er dann im ganzen Haus laufen kann. Da hatte ich aber, wie gesagt, das Problem und es liegt definitiv daran, dass ich die Gehegeeingänge fast, ja eigentlich alle bisher, innen platziert habe. Und dadurch wurden die Gehege ungültig, wenn ich dann eine weitere Barriere durch das Haus gezogen habe, die zu knapp an den Eingängen war. Das heißt, alternativ bekommt der Binturong einen kleinen Bereich, der begehbar ist. Und drei Gehege, sage ich mal, in die er dann rein kann und sich ja, zurückziehen. Das Dach nachher, das oben drauf kommt auf das Haus, das habe ich tatsächlich auch gar nicht erst aufgezeichnet, ist ein Flachdach, Metall und Glas. Ich habe geguckt, dass das Glasdach so entlang des Besucherweges durch das Haus geht, dass man dort auf jeden Fall immer Tageslicht hat, teilweise dann auch über den Gehegen. Und der Rest rundherum ist dann Metalldach, wie gesagt, alles Flachdach. Nichts Aufwendiges. Haben mir dazu die Rasterfunktion auf die kleinste Größe gestellt. Weil Dachbau ist eigentlich immer langweilig, gerade wenn es ein Flachdach ist, da gehört nicht viel dazu und das habe ich dann tatsächlich auch gar nicht erst aufgezeichnet.
Was ich auch noch nicht gemacht habe, obwohl ich es jedem immer rate, ist direkt die Beleuchtung zu machen. Und ich habe festgestellt, ich habe in diesem Park außer im Eingangsbereich noch nicht eine Lampe gesetzt. Ja, entweder ist es nachher ein Park, den man nur bei Tag besuchen kann. Oder ich muss mir wirklich nochmal die Mühe machen und überall Beleuchtung setzen, was ich wahrscheinlich auch machen werde, aber das wird dann aufwendig. Ja, zwischendurch immer ganz wichtig, wenn ihr Gehege baut und dann gerade solche Stufen oder so habt, dass ihr immer mal guckt, ob die Tiere da überhaupt hochkommen. Was ja, wie man eben gesehen hat, bei mir nicht der Fall war. Das heißt, ich habe dann nochmal weitere Stufen gesetzt, damit die Präriehunde auch dort hochkommen auf ihren Schlafplatz. Ja, und sonderlich viel Spielzubehör haben sie ja leider nicht. Ja, hier hatte ich noch überlegt, dieses Futtertablett da aufzustellen. Das hat dann nicht gepasst, also habe ich noch ein paar Melonen untergebracht. Was tatsächlich die einzige Spielbeschäftigung für diese Tiere ist. Der einzige Außenbereich, der sich hier in dem ganzen Gebäude ein bisschen unterscheidet, ist tatsächlich dann der von den Polarfüchsen. Oh je. Ja, der wird dann wieder so gestaltet wie die anderen zu Beginn, auch vom Fennig und vom Erdmännchen. Ja, hier hatte ich das Problem, dass ich warum auch immer die Barriere nicht hat in der Höhe anpassen lassen. Da musste ich dann ein bisschen improvisieren. Warum es nicht ging, weiß ich nicht. Vom Wasser her kenne ich es, dass man da manchmal, dass da irgendwas blockiert. Aber hier wollte es leider auch nicht. Habe ich dann festgestellt, dass sie doch ein bisschen schief ist. Die bringst du dann nochmal auf eine Höhe, was dann natürlich geklappt hatte, nachdem ich dort nochmal ein weiteres Teil ergänzt hatte. Ganzen Teil nur mal in der Höhe angepasst.
Außenbereich werden wieder ein paar Pflänzchen untergebracht. Innen drin wieder mit ein paar Stämmen und Wurzeln gearbeitet. Und gleich kommt dann der massive Cut und wir fangen mitten bei den Binturongs bei der Innengestaltung der Gehege an. Der besagte Cut. Genau, das ist eins der drei Indoor-Bereiche vom Binturong. Das hier ist jetzt das für die Pfleger zugängliche Gehege. Das habe ich den Zugang habe ich von außen gemacht. Und wie man jetzt sieht, so genau noch zwei weitere Innenbereiche. Dort sind jeweils nur normale Beschäftigungsspielzeuge untergebracht, weil die Pfleger natürlich hier nicht reinkommen. Habe zwar optisch Türen jeweils an jedes einzelne Gehege dran gemacht, weil in der Realität müssten Pfleger ja da rein. Aber wie gesagt, das ist halt nicht nutzbar. Und wie man hier sieht, in dem Flur in der Mitte ist ein Overpass. Und dort können die Tiere in die einzelnen Gehege rüberwechseln und auch runter auf den Boden und über den Besucherweg laufen. Die Ein- und Ausgänge hatte ich dann mit diesen Metallketten noch für die Binturongs unzugänglich gemacht, damit die nicht ausbrechen. Ja, schaut euch gerne noch den Rest an. Es tut mir total leid, ich ärgere mich massiv, dass das jetzt alles für die Füße ist. Wie gesagt, ich werde mal einen kleinen Rundgang machen, dass man einfach sieht, was entstanden ist. Und ja, wie gesagt, außer dass ich mich massiv ärgere und ja, ich es sehr schade finde, weil gerade die Afrika-Savanne, der Beginn vom Giraffengehege mit dem Giraffenhaus, ist eigentlich super schön geworden alles. Und dass das jetzt weg ist und nicht mehr auffindbar, naja. Gut, kann man machen, nix. Ist wie es ist. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, auch wenn hier massive Lücken drin sind. Und ja, hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Wie gesagt, ein kleiner Rundgang durch den Zoo, beziehungsweise durch das Gebäude, wo die Binturongs sind, und den kleinen Savannenbereich, der schon entstanden ist. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bye, bye.